So, ich will kurz ein paar Sachen zusammenpacken, weil ich jetzt nach Wien fliege. Es ist 4.45 Uhr, eine angenehme Zeit, um den Tag zu starten. Und da treffe ich mich mit dem Gerald Hörhan und dann nehmen wir ein paar Sachen auf und tauschen uns ein bisschen zum Immobilienbusiness aus. So, ich bin jetzt in Wien gelandet und muss erstmal ein Zuhause finden, weil ich jetzt ein paar Meetings habe. Und das werde ich jetzt suchen, vielleicht hier am Flughafen, bin aber noch nicht ganz sicher, ob ich hier bleibe oder kurz in die Innenstadt fahre. Ich habe mich jetzt hier mal kurz organisiert, habe mir ein Auto geholt. Riecht ein bisschen so, als ob einer hier seinen letzten Suff vollbracht hätte. Bisschen, süßliche Mischung. Also richtig nice. Aber das Gute ist, ich fahre jetzt kurz in die Innenstadt. Ich habe da mein erstes digitales Meeting und mein zweites und mein drittes und mein viertes. Das ist der ganze Vormittag eigentlich voll und dann am frühen Nachmittag treffe ich mich mit dem Gerald und dann fetzen wir da ein bisschen unsere Immobilien-Know-Hows durcheinander. Das war der Special-Effekt. Bin mal gespannt. Ich habe gehofft eigentlich, Wien ist ein bisschen kühler als Stuttgart. Stuttgart heute 32 Grad, Wien leider 35. Noch wärmer als sonst, deswegen habe ich mir mein schickstes Outfit angezogen. Damit mir nicht so hot ist. Wie Nelly. Nicht so schön hier am Flughafen bisher. Das ist jetzt auf jeden Fall erstmal mein Homeoffice für die nächste Stunde. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, muss leider in das erste Meeting reingehen. Daher muss ich das hier vom Parkplatz des TK Maxx machen. Danach fahre ich dann mal in die Innenstadt und schaue, ob ich mir vielleicht mein nächstes Homeoffice in einem netten Café einrichte. Nachdem ich jetzt den Morgen damit verbracht habe, sämtliche Meetings in verschiedenen Cafés abzuhalten und mir noch standesgemäß einen Wiener Schnitzel reingezogen habe, bin ich jetzt auf dem Weg zum Gerald, zum Hauptquartier des Investment Punks quasi und werde da jetzt mit ihm ein paar Sachen aufnehmen. Und jetzt habe ich das Gebäude auch schon gefunden. Hier oben hockt der Gerald. Dann gehen wir jetzt mal rein und schauen, wie es so beim Investment Punk zu Hause aussieht oder in seinem Büro zu Hause. Ich lasse nämlich auch rein. Okay, hab's gefunden. Da wollen wir hin. Ich hatte die Community gefragt, warum du eigentlich kein Ferrari hast. Drüllen aber wandern und los, meine ich. Da kommt halt dann der Kuckuck. Da kommt der Kuckuck. Das kannst du am Strand in Ibiza machen, da musst du nicht immer First Class fliegen. Es gibt auch ein paar Wertschöpfe. Jetzt bin ich hier fertig bei meinem Freund, dem Gerald. Ich habe gerade wieder einen Leihwagen besorgt und fahre zum Flughafen, fahre wieder zurück nach Stuttgart. Ich habe leider da drin nicht so viel filmen können von den Unterhaltungen, die ich mit ihm geführt habe. Aber gerade noch die Kamera gefangen. Aber war trotzdem super spannend, haben ein bisschen hin und her gemacht. Einmal hat er mich interviewt, einmal habe ich ihn interviewt. Habe ihn natürlich gechallenged, den Guten, der braucht es ja. Und das Interview wird dann irgendwann online kommen, sobald wir es geschnitten haben. Jetzt mache ich mich wieder auf den Weg nach Hause und dann bin ich irgendwann in Stuttgart und erzähle euch aus Stuttgart meine Immobiliengeschichten. Was total spannend war, was ich gar nicht wusste, ist, dass der Gerald eigentlich, irgendwie hatte ich ihn in der Wahrnehmung, dass der Investmentpunk Fulltime Immobilieninvestor ist irgendwie so, aber dass er eigentlich nur sein Geld, das er verdient, in Immobilien investiert und dass er so eine passive, ganz klassische Strategie ist, hatte ich irgendwie gar nicht so wahrgenommen. Ich habe ihn immer ganz anders wahrgenommen. Das war das Erste, was ich so nach ein paar Sätzen gemerkt habe, als wir uns unterhalten haben. Das fand ich eigentlich ganz spannend. Ansonsten haben wir uns über die üblichen Sachen unterhalten, oder? Das, was wir von ihm erwarten. Kleine Löcher und so weiter. So, ich bin jetzt hier in Stuttgart gelandet, wie man unschwer erkennen kann. 4 Uhr aufgestanden, 22.30 Uhr wieder am Flughafen. Schon auch ein bisschen ein langer Tag, aber es lohnt sich, glaube ich. Das Ergebnis von heute ist super und ich bin mal gespannt, was dabei rausgekommen ist. Sehen wir dann alle in der Zukunft.